Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie erneut begrüßen zu einer Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Was ist unsere Aufgabe, unsere Rolle, unsere Funktion als Christ in dieser Welt? Was sagt uns Gott? Was sagt uns Jesus Christus hierüber? Wussten Sie, dass im Buch der Offenbarung in den ersten paar Kapiteln ein interessantes Sendschreiben an sieben Kirchen wiedergegeben ist? Und dieses Sendschreiben, diese Botschaft, war gerichtet an die Kirchen von Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Nun hatte dieses Sendschreiben mehrfache Bedeutung. Zunächst einmal war es gerichtet an buchstäbliche örtliche Gemeinden, die damals existierten, als Johannes den Brief oder dieses Sendschreiben verfasste. So dann heißt es aber auch bei jedem Sendschreiben, dass wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Mit anderen Worten, dieses Sendschreiben war nicht nur an die spezifische individuelle Kirche oder Gemeinde gerichtet, sondern es galt für alle. Und so dann ist auch klar, dass dann dieses Sendschreiben an alle Christen gerichtet ist, zu allen Zeiten. Und schließlich haben viele auch erkannt, dass es sich bei diesen Sendschreiben um eine Beschreibung der Kirche durch die Jahrhunderte hindurch gehandelt hat. Mit anderen Worten, Äras der Kirche werden hier beschrieben, die bis zur Wiederkunft Jesu Christi andauern sollten. Und da wir uns heute in einer Zeit befinden, zu der die Wiederkunft Jesu Christi sehr nahe ist, ist es für uns ganz besonders wichtig, das Sendschreiben an die Kirche von Laodicea uns zu betrachten, mit anderen Worten, an die letzte Ära der Kirchengeschichte. Und schauen wir jetzt einmal an, was Christus hier durch den Apostel Johannes in Offenbarung 3, angefangen in Vers 14, zu sagen hat. Da heißt es, und dem Engel oder dem Vorsteher der Gemeinde in Laodicea schreibe. Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich lese von Offenbarung 3 und Vers 14. Jetzt Vers 16. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und nun Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Christus sagt der letzten Ära der Kirche, dass er an der Tür steht und anklopft und dass er will, dass ihm aufgetan wird. Ein merkwürdiges Bild, wie einige Kommentare das auch klar zum Ausdruck gebracht haben. Zum Beispiel schreibt die Ryrie Study Bible, wie unglaublich, dass Christus von seiner eigenen Kirche ferngehalten werden sollte, sodass er versuchen sollte, Einlass zu erlangen. Erdmanns Handbuch zur Bibel schreibt, die Kirche ist weit von dem entfernt, was sie sein sollte, sodass Christus draußen steht, um Einlass anklopft, und zwar bei denen, die sich Christen nennen. Und dann noch folgender Kommentar aus dem Holy Bible Handbuch. Ein seltsames Bild. Eine Kirche Christi, bei der Christus selbst draußen steht und darum bittet, in eine seiner eigenen Kirchen aufgenommen zu werden. Die Frage, die wir heute stellen und beantworten wollen, ist folgende. Gehören wir zu denen, die Christus Einlass in unser Leben verweigern? Wir sehen nämlich, dass Christus auch spezifisch und speziell den Einzelnen anspricht, ihn aufzunehmen, ihm zuzuhören, ihm Einlass zu gewähren. Schauen wir uns einmal in 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 15 an, was der Apostel Petrus zu sagen hat. 1. Petrus Kapitel 3 und in Vers 15. Da heißt es, heiliget aber den Herrn Christus in euren Herzen
seid alle Zeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Heiliget den Herrn Christus in euren Herzen. Mit anderen Worten, bereitet ihm einen Platz in euren Herzen. Gewährt ihm Einlass in eure Herzen. Es ist ja eine klare Vorstellung, die in der Bibel zum Ausdruck kommt, dass Christus in unseren Herzen leben soll. Schauen wir uns diesen Epheser Kapitel 3 an. Epheser Kapitel 3 und angefangen in Vers 14. Epheser Kapitel 3, angefangen in Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Aber schauen Sie, das passiert nicht automatisch. Damit Christus in unseren Herzen wohnen kann, durch den Glauben, müssen wir ihm Einlass gewähren in unser Leben, in unsere Herzen. Johannes Kapitel 5 und Vers 25 sagt uns mehr hierüber. Johannes Kapitel 5 und Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Christus uns hier. Und wenn er eine solche Bemerkung ausspricht, dann bedeutet dies, dass wir zuhören sollten, was er uns sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und die sie hören werden, die werden leben. Er spricht natürlich von der Auferstehung von den Toten, aber er spricht auch von der Tatsache, dass bereits heute wir auf die Stimme des Sohnes Gottes hören müssen, beachten müssen, was er uns sagt. Schon jetzt sollen die geistlich Toten Christi Worte hören. Und was ist die Konsequenz, wenn sie es tun? Johannes Kapitel 14 und Vers 23. Johannes Kapitel 14 und Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Schauen Sie, bei denen, die Gottes Wort halten, die es hören, die es halten, die es bewahren, die es tun, bei denen, in denen, werden sowohl Gott der Vater als auch Jesus Christus wohnen, ihre Wohnung haben. Mit anderen Worten, die Tür wird ihnen aufgetan. Christus steht nicht draußen vergeblich und klopft an, sondern die Tür wird geöffnet, die Tür unserer Herzen, und Christus und der Vater durch den Heiligen Geist werden in uns wohnen. Bei diesen werden also der Vater und der Sohn nicht vergeblich anklopfen. Diese werden ihre Türen öffnen. Doch vergleichen wir auch Johannes Kapitel 15 und Vers 6. Johannes 15 und Vers 6. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Aber die, die nicht in Christus bleiben, dessen Worte bei ihnen keinen Raum finden, die, sagt Christus, werden weggerafft werden. Das heißt, Christus wird sie aus seinem Munde ausspeien, wie wir dies gerade in Offenbarung Kapitel 3 und Vers 16 lasen. Schauen wir uns nun Lukas Kapitel 13 an. Lukas Kapitel 13, angefangen in Vers 24. Lukas Kapitel 13, angefangen in Vers 24. Ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden es nicht können. Vers 25. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, und ihr anklopft, oder ihr anfangt, draußen zu stehen, an die Tür zu klopfen, und zu sagen: Herr, tu uns auf.
Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Nun behalten Sie Ihren Finger hier in Lukas, wir kommen gleich darauf zurück, aber schauen wir uns in Johannes 10 an, wer die Tür ist, an den diese Menschen hier klopfen. Oder an die diese Menschen klopfen, um hineingelassen zu werden. In Johannes Kapitel 10, angefangen in Vers 7, da heißt es, da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Es geht darum zu gehorchen, aber es geht darum, dem Richtigen zu gehorchen. Ich bin die Tür, Vers 9, und wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also hier ist Christus die Tür, durch die wir Einlass erhalten sollen in das Reich Gottes. Aber die Tür ist für einige verschlossen. Kehren wir zu Lukas Kapitel 13 zurück und lesen wir weiter in Vers 26. Nachdem ihnen gesagt worden ist, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Vers 26, dann werdet ihr anfangen und sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken. Auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Oder man kann auch übersetzen, die ihr das Gesetz übertretet. Ihr Gesetzlosen. Und da wird Heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, darum geht es, Einlass zu finden, das Reich Gottes. Euch aber hinausgestoßen. Schauen Sie, die Zeit wird kommen, wenn Christus aufhören wird, bei uns anzuklopfen. Dann werden später einige draußen vor der Tür stehen, um Einlass zu finden, doch dann wird es zu spät sein. Das Bild, was hier uns dargestellt wird, ist folgendes. Christus klopft bei diesen Menschen an. Doch die, die nicht auf den Ruf hören, die ihm nicht Einlass gewähren in ihre Herzen, in ihr Leben, die werden später auch keine offene Tür finden, wenn sie draußen stehen und anklopfen. Die Zeit wird kommen, wenn Christus die Tür schließt, wie auch die Tür der Arche schloss, nachdem Noah und die Seinen in sie hineingegangen waren. Vergleichen wir dies nun mit Matthäus Kapitel 25. Matthäus 25, angefangen in Vers 1. Matthäus 25, angefangen in Vers 1. Dann wird das Himmelreich oder das Reich Gottes gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam Jesus Christus entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Öl, immer ein Symbol hier für den Heiligen Geist. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Und als nun der Bräutigam lange ausblieb, da wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Vers 6. Um Mitternacht, wenn es also am dunkelsten ist, um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Geht hinaus bedeutet also auch, dass man selbst seine eigene Tür öffnen muss, um dem Bräutigam entgegengehen zu können. Vers 7. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Die hatten nicht mehr genug Öl. Die brannten nur noch gering. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein, geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Vers 10. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihnen hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Schauen Sie, die Törichten warteten zu lange. Nun würde die Tür verschlossen sein, die ihnen Einlass gewährt hätte. Vers 11. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Schauen Sie, nun begehren sie Einlass. Doch nun ist es zu spät. Vers 12. Er antwortete aber und sprach, warte, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, wenn Christus zurückkommen wird. Mit anderen Worten, seid alle Zeit bereit,
für die Wiederkunft Jesu Christi. Sie erhalten die gleiche Antwort, die auch Christus denen in Lukas 13 gab, die Einlass begehrten. Diese Stellen zeigen uns, dass von Menschen die Rede ist, die einmal Christus nachgefolgt waren, die aber dann aufgehört hatten, Christus in ihrem Herzen zu heiligen, in ihren Herzen wohnen zu lassen. Ein Grund, vielleicht der wichtigste Grund für diese gleichgültige Haltung Christus gegenüber ist, dass man sich nicht aus einer feindlichen, falschen, negativen, den wahren Gott leugnenden Atmosphäre zurückgezogen hat. Ich habe zu Anfang der Predigt gefragt, was ist Funktion, was ist Rolle, was ist Aufgabe der Kirche. Hier sehen wir einen Teil der Aufgabe eines wahren Christen, sich von gottfeindlichen Situationen fernzuhalten. Sie, diese Leute, die Gleichgültigkeit gegenüber Christus entwickelten, die befanden sich nach wie vor in einer geistlich gesehen unproduktiven Umgebung und sie waren nicht bereit, dieser Umgebung zu entfliehen. Und so kam es, dass die Macht der Finsternis von ihnen Besitz ergriff und sie zu geistlicher Unzucht oder Götzenanbetung verführte, wie dies in Offenbarung Kapitel 2 beschrieben wird in einer anderen Botschaft zu einer anderen Kirche. Offenbarung 2. Zunächst einmal lesen wir die Botschaft an die Gemeinde in Pergamos. Offenbarung Kapitel 2, die Verse 14 bis 16. Offenbarung Kapitel 2, angefangen in Vers 14. Da sagt Christus: Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen, Hurerei zu treiben. Das ist natürlich jetzt geistlich zu sehen. So hast auch du Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Nebenbei bemerkt, eine Lehre, die sagte, dass man das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten braucht. Vers 16, tut Buße oder bereut. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes, symbolisch für das Wort Gottes, das uns richten wird, wenn wir es nicht gehalten haben. Schauen wir uns auch seine Botschaft an die Gemeinde in Thyatira an, in Offenbarung Kapitel 2 und in Vers 20. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin, und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun oder zu bereuen, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Vers 22, siehe, ich werfe sie aufs Bett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben in große Trübsal. Die berühmte große Trübsal, von der Christus spricht und vor der er immer wieder gewarnt hat, dass sie kommen wird. Eine Zeit so schrecklich, wie sie nie gewesen ist und auch nie wieder sein wird. Ich werfe sie in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Eine deutliche Warnung an uns alle. Wir sollen uns also von Menschen, die falsche Lehren bringen, die Falsches tun, fernhalten. Zumindest in geistlicher Hinsicht, wenn notwendig sogar auch in physischer Hinsicht, wie wir noch sehen werden. Das gilt auch, wenn eine Kirchenorganisation Falsches lehrt oder beginnt, Falsches zu lehren, beginnt, Gottes Wege zu verlassen, seine Lehren zu verwässern. Die Frage, die sich stellt, ist folgende. Muss der individuelle Christ gleichwohl dort bleiben, sich weiter mit Menschen versammeln, religiös zu versammeln, die beginnen, Gottes Wort abzulehnen? Muss er Predigten zuhören, die Gottes Gebote mit Füßen treten, die heidnische Doktrinen, Praktiken propagieren, praktizieren? Die Bibel ist ja klar und direkt, dass es die Verantwortung des wahren Christen ist, sich aus einer solchen Umgebung zu entfernen. Gott gebietet uns, dies zu tun. Der Christ, der ein solches Gebot Gottes nicht befolgt, sündigt. Schauen wir uns einige der Stellen an, die deutlich machen, dass wir uns von dem Bösen in jeder Gestalt fernhalten müssen. Zunächst Jesaja, Kapitel 52.
Jesaja Kapitel 52 und in Vers 11. Weicht, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an. Geht weg aus ihrer Mitte, reiniget euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Schauen wir uns auch Jeremia Kapitel 50 an. Jeremia Kapitel 50 und Vers 8. Flieht aus Babel und zieht aus der Chaldea-Lande und macht es wie die Böcke vor der Herde. Eine interessante Analogie. Hier sagt uns die Bibel, wir sollen zu Böcken werden, das heißt zu Führern, die die Herde aus Babylon führen. Babylon ist natürlich, wie wir bereits in der letzten Predigt gesehen haben, auch symbolisch zu sehen für ein religiöses, wirtschaftliches, politisches, gottfeindliches System. Wir sollen eben nicht in Babylon, in Babel bleiben, damit anderen ein schlechtes Beispiel setzen, die vielleicht auf uns blicken und sagen, ja, wenn die dort bleiben können, können wir es auch. Gott sagt vielmehr, seid Führer, seid Böcke, die die Schafe aus der Dunkelheit herausführen. Das heißt, flieht aus dem babylonischen System der religiösen Verwirrung und ermutigt dadurch andere ebenfalls mit euch zu fliehen. Seid Böcke. Nun, Böcke sind mitunter recht störrisch. Und so sollen auch wir störrisch sein, wenn es darum geht, Gottes Wahrheit treu zu bleiben und die Lüge abzulehnen. Seid störrisch, sagt uns Gott, wenn jemand kommt, euch eine falsche Lehre zu verkünden. Jeremia Kapitel 51 und Vers 6. Jeremia 51 und Vers 6. Flieht aus Babel und rette ein jeder sein Leben, dass ihr nicht untergeht in seiner Schuld. Denn dies ist für den Herrn die Zeit der Rache, um ihm seine Taten zu vergelten. Schauen Sie, die Bibel sagt uns, dass man Anteil haben wird an Babylons Schuld, wenn man zu lange dort verharrt. Wie ich schon des Öfteren gesagt habe, man kann nicht im Schlamm herumstapfen und dabei keine schmutzigen Füße bekommen. Jeremia Kapitel 51 und Vers 45. Jeremia 51 und Vers 45. Ziehe aus von dort, mein Volk, und rette ein jeder sein Leben vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Die Bibel spricht von dem Tag des Herrn, der noch kommen wird, als ein Tag des Zornes, des Grimmes. Gott ist sehr zornig darüber, dass die Menschheit seine Gebote, seine Lehren, seine Wege abgelehnt hat. Und Gott wird seinen Zorn über Babel ergießen. Wenn man weiterhin dort lebt, wird man ebenfalls Gottes Zorn zu spüren bekommen. Schauen wir uns diese Prophezeiung in Sacharja Kapitel 2 an. Im Buch Sacharja, ziemlich zu Ende des Alten Testamentes, Kapitel 2, angefangen in Vers 10. Auf, auf, flieht aus dem Lande des Nordens, spricht der Herr, denn ich habe euch in die vier Winde unter dem Himmel zerstreut, spricht der Herr. Auf Zion, die du wohnst bei der Tochter Babel, entrinne. Die Tochter Babel, eine zukünftige Personifizierung des alten babylonischen Systems. Und Zion ist häufig ein Symbol für die Kirche. Also hier wird uns gesagt, dass Zion, also seine Kirche, wahre Christen, die scheinbar für eine gewisse Zeit zusammen mit Babel gewohnt haben, sich von Babel absondern sollen, aus Babel herauskommen sollen, keinerlei Anteil mehr haben sollen an diesem System. Das wird uns in der Offenbarung in Kapitel 18 erneut bestätigt. Offenbarung 18, angefangen in Vers 1. Offenbarung 18 und Vers 1. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, Vers 2, sie ist gefallen. Sie ist gefallen, Babylon die Große. Sie ist eine Behausung der Teufel geworden, ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Vers 3. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben, geistlich gesehen, und die Kaufleute der Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk,
dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Wie gesagt, der individuelle Christ hat die Verpflichtung, aus einem System herauszukommen, das gottfeindliche Züge trägt. Dazu gehört auch, dass er sich von Menschen fernhält, sich von ihnen absondert, die falsche Religionen lehren und praktizieren und die uns dadurch negativ beeinflussen könnten. Schauen wir uns dies in 2. Korinther an, Kapitel 6. 2. Korinther, Kapitel 6, angefangen in Vers 14. 2. Korinther, Kapitel 6 und angefangen in Vers 14. Da heißt es, ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Schauen Sie, wir sind also nur dann Söhne und Töchter Gottes, wenn wir uns von den Menschen fernhalten, die eben gottfeindliche Lehren praktizieren und wenn wir uns eben nicht an ihrer Ungerechtigkeit, an der Finsternis, am Götzendienst, an falscher Gottesverehrung, an den Riten der ungläubigen Heiden teilnehmen. Gott sagt, geht aus von ihnen, sondert euch ab. Buchstäblich, wenn notwendig, aber mit Sicherheit in geistlicher Hinsicht. Nun, das heißt nicht, dass wir uns irgendwie jetzt in ein Kloster begeben müssen, denn Christus hat uns ja in die Welt gesandt, um der Welt durch unser gutes Beispiel zu zeigen, wie man Gottes Weg leben kann. Es geht aber darum, dass wir nicht Anteil haben an den Werken der Finsternis dieser Welt. Offenbarung, Kapitel 3 und Vers 9. Offenbarung, Kapitel 3 und Vers 9. Ein Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden oder Christen und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Die aus dieser symbolischen Synagoge Satans kommen werden, werden eben zu den wahren Christen kommen. Das heißt, wahre Christen befinden sich nicht in der Synagoge Satans. Gott sagt ja, er wird sie zu uns schicken. Wir haben uns also zuvor von ihnen getrennt. In 1. Korinther 10, angefangen in Vers 19, wird weiter auf dieses Thema eingegangen. 1. Korinther 10, angefangen in Vers 19. Was will ich nun damit sagen? Dass das Götzenopfer etwas sei oder dass der Götze etwas sei? Nein. Sondern, was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern, Dämonen und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Denken Sie daran, Christus sagte der Gemeinde zu Laodicea, ich stehe draußen und klopfe an und wenn ihr mir aufmacht, werde ich zu euch kommen und mit euch essen, ein Mahl haben, ein Abendmahl haben. Denken wir an diese Stelle in diesem Zusammenhang. Man kann nicht an den Riten solcher Menschen teilnehmen, die zwar sagen, sie verehren Gott, aber in Wahrheit heidnische Praktiken, heidnische Konzepte übernommen haben, die für die Verehrung von heidnischen Götzen, wie zum Beispiel diesen alten Götzen Mithras, Attis,
dem Sonnengott, so den anderen römischen, griechischen und anderen heidnischen Göttern, da Verwendung fanden. Gott sagt, man befindet sich dann in der Gemeinschaft mit bösen Geistern, wenn man das tut. Diese Ermahnung Gottes, uns von dem Bösen abzuwenden, kann sich eben auch und muss sich eben auch auf individuelle Leute beziehen, die Lehren bringen oder eine Lebensweise praktizieren, die mit der Bibel nicht übereinstimmt. Dies kann sich, wie gesagt, auf eine gesamte religiöse Organisation beziehen, wenn sie Gottes Wort nicht oder nicht mehr lehrt. In Römer Kapitel 16 lesen wir angefangen in Vers 17. Römer Kapitel 16 und angefangen in Vers 17. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Rede verführen sie die Herzen der Arglosen. Wendet euch von denen ab, sagt Paulus, die euch mit süßen Worten und prächtigen Reden verführen wollen. Die Verantwortung liegt bei uns, die liegt bei ihnen. Paulus sagt nicht, wartet, bis man euch aus einer Kirchenorganisation ausschließt, die jetzt Falsches lehrt. Er sagt, ich ermahne euch, wendet euch von denen ab. Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5. Angefangen in Vers 6. Lasset euch von niemandem verführen mit leeren Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Vers 7. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Mit anderen Worten, habt keinen Anteil an dem, was die so tun und lehren und treiben. Wir sollen nicht deren Mitgenossen werden, indem wir diesen Menschen erlauben, uns zu verführen, uns falsche Lehren nahezubringen. Vielmehr gilt es, sich von solchen Menschen abzusondern. 2. Thessaloniker, im 2. Thessalonikerbrief, Kapitel 3 und Vers 6. 2. Thessaloniker, Kapitel 3 und Vers 6. Da sagt Paulus ganz direkt, wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Hier sagt Paulus also sogar, dass wir uns zurückziehen müssen, einem Gebot Folge leistend, das Paulus uns gibt. Auch hier wiederum, die Verantwortung liegt bei uns, die liegt bei ihnen. Wir müssen uns von jedermann zurückziehen, das heißt zumindest keine religiöse Gemeinschaft mit solchen Menschen haben, die nicht nach der Lehre Gottes leben. Man soll sich nicht prächtigen Worten von falschen Geistlichen hingeben. Man soll nicht zu Füßen eines solchen Menschen sitzen, vielleicht in prächtigen Auditorien, Kirchengebäuden, gemieteten Räumen, und sich philosophische oder theologische Abhandlungen anhören, die der gesunden Lehre zuwider sind. Und selbst auch dann nicht, wenn man mit diesen Abhandlungen nicht übereinstimmt. Paulus gebietet uns, und zwar im Namen Jesu Christi, uns von solchen Menschen fernzuhalten. 2. Thessaloniker, Kapitel 3 und Vers 14. Wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, damit er schamrot werde. Hier sagt uns Paulus sogar, dass wir sündigen, wenn wir seinen Worten nicht gehorchen. Und er bezieht sich hier ausdrücklich auf seinen Befehl, uns von solchen zurückzuziehen, die Falsches lehren und mit ihnen in religiöser Hinsicht zumindest nichts zu schaffen zu haben. 2. Timotheus, Kapitel 2. 2. Timotheus, Kapitel 2, angefangen in Vers 16. Halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind
Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Und der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, Vers 19. Der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollem, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Vers 21. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, für den Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Immer wieder wird uns klar und deutlich vor Augen geführt. Wendet euch ab von den Leuten, die Falsches lehren, Falsches praktizieren, Falsches tun. Titus, Kapitel 3, angefangen in Vers 9. Titus, Kapitel 3, angefangen in Vers 9. Von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz, halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Wir sollen also ketzerische Menschen meiden, die zum Beispiel darüber streiten wollen, ob Gottes Gesetz weiterhin gültig ist und die uns sagen wollen, Gottes Gesetz sei abgeschafft und man brauche es nicht mehr zu halten. Es ist wiederum unsere Verantwortung, unsere Aufgabe, ihre Verantwortung, sich von Menschen zurückzuziehen, die uns weismachen wollen, Gottes Gesetz sei heute nicht mehr in Kraft. Oder die uns dadurch entheiligen wollen, dass sie uns einreden, wir könnten Gottes Gesetz brechen. Schauen wir uns 1. Timotheus an, Kapitel 6. 1. Timotheus, Kapitel 6, angefangen in Vers 20. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der falschen oder fälschlich sogenannten Erkenntnis oder Philosophie, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. Im 2. Johannesbrief lesen wir die Verse 8 bis 11. Im 2. Johannesbrief, die Verse 8 bis 11. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Vers 9. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken. Schauen Sie, wir sollen also nicht mit Menschen umgehen oder Menschen gestatten, zu uns zu kommen, um uns falsche Lehren zu bringen. Das beinhaltet natürlich auch, sich nicht durch diese falschen Lehren verwirren zu lassen, in der Hoffnung vielleicht, ach, die haben etwas Neues, das sie uns beibringen können. Vielleicht eine neue Erkenntnis, warum wir Gott nicht mehr gehorsam sein brauchen, warum wir jetzt Werke tun können, die Gott nicht wohlgefällig sind. 3. Johannes, Vers 7, sagt uns Folgendes. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen. Schauen Sie, sie sind ausgezogen, wahre Christen, und nehmen von den Heiden nichts an. Die sind ausgezogen aus dem Heidentum. Die wollen nicht zurückkehren ins Heidentum, von denen weitere Lehren annehmen oder vielleicht Lehren, die sie früher einmal angenommen hatten und dann abgelehnt haben. Nein, die nehmen von denen nichts mehr an. Eine Trennung hat stattgefunden. Eine Trennung, die weiterhin bestehen muss. Denn wenn diese Trennung wieder aufgehoben wird, dann wird es dazu kommen, dass Christus vor ihrer Tür steht, Einlass begehrt und sie ihm diesen Einlass verweigern werden. Vergleichen wir 1. Korinther, Kapitel 5. 1. Korinther, Kapitel 5, angefangen in Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit den Unzüchtigen.
Vers 10. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen in dieser Welt oder die Geizigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Schauen Sie, darum geht es ja nicht. Christus hat uns in die Welt geführt, in die Welt gesandt, um zu zeigen, wie man richtig leben kann. Vers 11. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Paulus zeigt uns deutlich hier, dass es um das Meiden von Menschen geht, die vorgeben, unsere geistlichen Brüder, unsere geistlichen Schwestern zu sein, mit anderen Worten wahre Christen zu sein, die aber in Wahrheit Götzendiener sind oder Lästerer. Mit solchen, sagt Paulus, sollen wir noch nicht einmal essen. Wie kann man dieses Gebot halten? Wenn man zu religiösen Veranstaltungen geht, wo zunächst einmal Falsches gelehrt wird, und wo man sich dann später noch mit einem Essen vergnügt, zu einem Essen mit anderen zusammensetzt, am Ende vielleicht sogar noch mit dem Prediger, mit dem Geistlichen, der diese gottfeindlichen Lehren verkündigt hat. Damit verstoßen wir klar und in zweifacher Weise gegen die ausdrücklichen Gebote Gottes und Jesu Christi. David hat ebenfalls erkannt und er hat auch gelehrt, dass ein Kind Gottes nicht mit Ungläubigen religiöse Gemeinschaft haben sollte. Schauen wir uns dies in Psalm 1 an, die Verse 1 und 2. Psalm 1, die Verse 1 und 2. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Man soll also nicht mit solchen zusammen sitzen, die über Gottes Worte spotten, die sich über Gottes Gesetz lustig machen und alle Aspekte dieses Gesetzes, aller 10 Gebote, aller Satzungen und Rechtsvorschriften, die 10 Gebote näher darlegen. Schauen wir uns auch Psalm 26 an. Psalm 26, die Verse 4 und 5. Psalm 26, die Verse 4 und 5. Da sagt David, ich sitze nicht bei heillosen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen. Ich hasse die Versammlung der Boshaften und sitze nicht bei den Gottlosen. Und so gibt uns auch das Buch der Sprüche sehr wichtigen Rat zu diesem Thema. In Sprüche Kapitel 14. Sprüche Kapitel 14 und in Vers 7. Geh weg von dem Toren, denn du lernst nichts von ihm. Geh weg von dem Toren, der uns weismachen will, man brauche zum Beispiel Gott nicht mehr gehorsam zu sein. Du lernst nichts von dem. Glaube nicht, dass der dir irgendwie neue Weisheiten mitteilen kann, die du von den wahren Gerechten des lebendigen Gottes noch nicht gehört hast. In Sprüche 22 und Vers 5. Sprüche 22 und Vers 5. Stacheln und Stricke sind auf dem Wege des Verkehrten. Wer sich aber davon fernhält, bewahrt sein Leben. Und was hat Gott bereits schon Israel gesagt unter Mose? Schauen wir uns dies an in 2. Mose Kapitel 23. 2. Mose Kapitel 23 und in Vers 7. 'Halte dich fern von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Halte dich fern von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Nun, das kann sich auch auf den geistlichen Bereich erstrecken. Denn schauen wir uns an, was wir in 1. Johannes Kapitel 2 lesen. Wir sollen uns also fernhalten von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 4. Da heißt es, wer sagt, ich kenne ihn, ich kenne Gott, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Der also Gottes Gebote nicht hält und sie natürlich von daher auch nicht lehrt, der ist ein Lügner. Und was sagt uns Mose? Halte dich fern von einer Sache, bei der Lüge mit im Spiel ist.
Schauen Sie, Gott gebot Abraham, Ur in Chaldea zu verlassen, und Abraham gehorchte. Gott gebot Lot, Sodom und Gomorra zu verlassen, und Lot gehorchte, wenngleich auch etwas zögernd, etwas widerstrebend, aber er letztendlich gehorchte. Gott gebietet uns, Babylon zu verlassen. Handeln wir wie Abraham? Handeln wir vielleicht wie Lot? Oder handeln wir wie Lots Frau, die zurückkehren wollte nach Sodom, die nicht Sodom verlassen wollte? Im Buch Hebräer, im Hebräerbrief, lesen wir im 13. Kapitel die Verse 12 und 13. Hebräer 13, angefangen in Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, aus dem Lager, und seine Schmach tragen. Auch hier geht es darum, diese Welt geistlich gesehen zu verlassen. Bereit zu sein, Christi Schmach zu tragen, wenn wir das tun. In Offenbarung Kapitel 14. In Offenbarung Kapitel 14 lesen wir die Verse 4 und 5. Offenbarung Kapitel 14, die Verse 4 und 5. Hier werden wahre Christen beschrieben, zum Zeitpunkt der Wiederkehr Christi. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, geistlich gesehen, denn sie sind jungfräulich, wie diese 10 Jungfrauen hier auch beschrieben werden. 5 waren allerdings töricht. Die folgen dem Lamm nach, Jesus Christus, wohin es auch geht. Diese sind erkauft. Schauen Sie, Christus hat uns gekauft mit seinem Blut. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. In Johannes Kapitel 10 lesen wir eine weitere interessante Stelle in diesem Zusammenhang. Johannes Kapitel 10 und angefangen in Vers 1. Johannes Kapitel 10 und angefangen in Vers 1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb, der ist ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, so geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach. Schauen Sie, sie folgen dem Lamm nach, wohin es auch geht. Denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm. Entfernen sich von ihm. Meinen nicht, dass sie einem solchen folgen könnten und auch noch irgendwie dann Einlass gewährt bekommen ins Reich Gottes. Die fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Immer und immer wieder wird uns gesagt, dass wir uns von denen fernhalten sollen, die uns falsche Lehren verkünden wollen. Das ist ein Teil der Aufgabe eines wahren Christen. Was ist der andere Teil? Wir sollen also fliehen vor dem Falschen. Aber wie geht es weiter? Was sollen wir dann tun? Wir sahen also, dass wir uns von dem Falschen abwenden sollen. Doch wem oder was sollten wir uns zuwenden? Schauen wir uns Daniel Kapitel 11 an. Daniel Kapitel 11, angefangen in Vers 33. Daniel Kapitel 11 und Vers 33. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub, eine Zeit lang. Und während sie verfolgt werden, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden, aber viele werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten. Das bezieht sich hier auf die Endzeit. Es wird hier von einer Gruppe von Menschen gesprochen, die kollektiv arbeiten, die vielen zur Einsicht verhelfen, die dabei verfolgt werden. Und viele werden sich nicht aufrichtig zu denen halten. Wer ist diese Gruppe, die das tut, die die Wahrheit lehrt? Daniel Kapitel 12 und Vers 3. Und die da lehren, die werden leuchten wie des Himmels Glanz, wenn die Zeit der Auferstehung gekommen ist. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich.
Wiederum, hier ist von jemandem die Rede, die viele zur Gerechtigkeit weisen. Das Neue Testament macht sehr deutlich, dass das Evangelium vom Reich Gottes weltweit verkündigt werden muss, bevor Jesus Christus zurückkommt. Nun, wie ich bereits deutlich gemacht hatte in anderen Predigten, es gibt nur ein Evangelium. Das Evangelium vom Reich Gottes. Wer ein falsches Evangelium predigt, ein anderes Evangelium predigt, der, sagt Paulus, sei verflucht. Aber schauen wir uns hier an in Matthäus Kapitel 24, was uns Jesus Christus sagt. Matthäus Kapitel 24, angefangen in Vers 9. Matthäus Kapitel 24 und angefangen in Vers 9. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben, der großen Trübsal, von der wir eben gelesen hatten. Und einige werden durch diese große Trübsal gehen müssen und sie werden euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Warum? Nun, wie wir sehen werden, denn das Evangelium wird allen Völkern gepredigt werden zum Zeugnis und die Völker mögen dieses Evangelium keineswegs. Denn es erfordert von ihnen, sich Gott untertan zu machen, das Gesetz Gottes zu halten und das wollen die Menschen nicht. Wie auch Paulus hier sagt, es ist unmöglich für den fleischlich gesinnten Menschen, dem Gesetz untertan zu sein. Vers 10. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten. Viele, die gekommen waren, aber nicht richtig, wie wir in Daniel gelesen hatten, die nicht richtig verstanden hatten oder richtig das Wort Gottes halten wollten. Die werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben, mit falschen Lehren, die werden dadurch viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Schauen Sie, vor nicht allzu langer Zeit wäre auch dies unmöglich gewesen. Aber heute gibt es ein weltweites Internetnetz zum Beispiel, wo dies eben möglich ist. Jeder kann zum Beispiel über das Internet die Wahrheit erfahren, wenn man auf die Webseiten geht, wo die Wahrheit gepredigt wird. Schauen wir uns auch Markus Kapitel 13 an. Markus Kapitel 13, angefangen in Vers 9. Markus Kapitel 13 und angefangen in Vers 9. Ihr aber seht euch vor, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und in den Synagogen werdet ihr gegeißelt werden und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meines Zeugnisses willen, ihnen zum Zeugnis. Und das heißt hier, ihr werdet dorthin geführt werden, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Und wenn sie euch nun hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist, wenn er in euch wohnt. Und es wird ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann, um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig. Wie ich sagte, das Werk der wahren Evangeliumsverkündigung wird viel Hass, wird viel Ablehnung erzeugen. Nicht wegen des Evangeliums als solchem, sondern aufgrund der Tatsache, dass der Mensch der Wahrheit des Evangeliums nicht untertan sein will. Matthäus Kapitel 10. Matthäus Kapitel 10, die Verse 22 und 23. Matthäus Kapitel 10, angefangen Vers 22. Auch hier wiederum heißt es, und ihr werdet gehasst werden von jedermann, um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. Vers 23, wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Schauen Sie, die Evangeliumsverkündigung muss andauern bis hin zur Wiederkehr Jesu Christi. In Matthäus Kapitel 24 lesen wir die Verse 45 bis 47. Matthäus 24, angefangen in Vers 45.
Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Auch dies ist natürlich wiederum geistlich zu verstehen. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Was tun sieht? Die wahre Botschaft, das wahre Evangelium, die Lehre Jesu Christi zu verkünden. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Der Knecht tut, was ihm geheißen ist. Doch schauen wir uns kurz an, wie der beschrieben wird, der das Empfangene bei sich zu Hause vergräbt, der sich fürchtet, etwas damit zu tun, der meint, man brauche das Werk Gottes nicht mehr weiter zu betreiben. Alles sei vorbei, wie die Jünger das glaubten, als Jesus Christus gestorben war. Die wollten dann fischen gehen, die dachten, alles sei zu Ende. Man brauche jetzt nur noch passiv zu Hause auf die Wiederkehr Christi zu warten. Das ist alles, was von einem wahren Christen heute verlangt wird. Ist das das, was Jesus Christus uns sagt? Schauen wir uns Matthäus Kapitel 25 an. Matthäus Kapitel 25, angefangen in Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Vers 18. Der aber dann einen empfangen hatte, der ging hin, der grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Vers 24. Als jetzt der Herr zurückkam und Rechenschaft fordert, da trat auch der herzu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich. Alles dies waren natürlich jetzt Rechtfertigungen, die er vorbrachte. Ich ging hin und verbarg deinen Zentner in die Erde, siehe, da hast du das Deine. Und Jesus Christus, der natürlich hier dieser Herr ist in diesem Gleichnis, der war keineswegs damit zufrieden. Er sagt in Vers 30, und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Christus erwartete, dass dieser Knecht etwas tat mit dem, was ihm anvertraut war. Nicht seine Talente, seine Möglichkeiten in der Erde zu vergraben und dann passiv darauf zu warten, bis er zurückkam und dann eben halt das, was er erhalten hatte, ohne Zinsen sogar, dem Herrn zurückzugeben. Das ist nicht das, was Christus von uns erwartet. In Matthäus Kapitel 28 sagt uns Christus sehr deutlich, was der Missionsauftrag an seine Kirche ist. Matthäus Kapitel 28, angefangen in Vers 18. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen oder in den Namen hinein, in den Besitz hinein des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Alles. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, bis zum Ende der gegenwärtigen Zivilisation, dieser bösen Welt, von der Paulus im Galaterbrief spricht. Selig sind wir also, wenn wir von dem wiederkehrenden Christus als solche treuen und klugen Knechte befunden werden, die Christus in ihr Leben einließen, die das Tor ihres Herzens auftaten, wo Christus nicht unnütz draußen geklopft hat, sondern die wollten also, dass Christus Einlass fand in ihr Leben, die das Wort Gottes hörten und bewahrten und lebten und befolgten, die taten, was ihnen gesagt worden war, die sich nicht von den falschen religiösen Ideen dieser Welt beflecken ließen, sondern diese verließen, die jungfräulich rein dem Lamm folgten, wo immer es auch gehen würde, wissend, dass es immer mit uns sein würde, bis an das Ende der Welt. Die Frage, die ich Ihnen zu Abschluss dieser Predigt stellen möchte, ist folgende. Sind Sie bereit, ein solch tüchtiger, kluger, wahrer Knecht Jesu Christi zu werden oder zu bleiben? Die Entscheidung liegt bei Ihnen.